Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Monkey Island. Irgendwas habe ich in dem Spiel übersehen, da ich nicht wirklich weitergekommen bin. Und ich glaube, ich weiß es. Ach so, öffne mir mal die. Was? Ach so. Gut. Das konnte ich jetzt schon mal nicht nehmen, aber das lag an meiner Unbeholfenheit. Gib und nimm. Ja, da tue ich mir noch ein bisschen schwer. Nimm. Nimm! Das gibt's doch nicht. Öffne, untersuche, da muss ich schneller werden. Schiebe, schließe, rede, ziehe, gib. Nimm. Maybe no one missed just jetzt geht's. Frucht mich nicht, warum? Okay. Hat die uns eigentlich noch was zu sagen? Hallo, wo bist du? Hallo? Hallo? Guess no one's here. Okay. Ja, die Frucht ist jetzt nur, was mache ich mit deinen Hühnern? Wartet mal. Chicken with a pulley in the middle. Karabinerhake. Ja, ich glaube, ich weiß, für was das gut ist. Warte. Wir müssen jetzt ganz zurück. Vielleicht tut er uns doch die richtige Schatzkarte geben und ich check das mit der Tanzstrecke nicht. Ach, das kann durchaus möglich sein. Bei dem Spiel finde ich das durchaus möglich. Sorry Leute, ich bin heute nicht so fit, also nicht so lustig wie sonst immer. Aber wir kriegen das irgendwie gewuppt. Hallo? Wenn der sich denn mal bewegen würde, dankeschön. Außerdem bin ich ja doof. Ich kann mal ja einfach Hilfe anzeichnen lassen, ne? Aber ich denke da manchmal auch, sich immer Hilfe anzeichnen zu lassen, verliert ja irgendwie seinen Reiz. So komme ich zur Map, ne? Yep. Ich glaube, ich weiß, wo man die Gummihühner einsetzen können. Ich bin so froh, dass ich die Kämpfe hinter mich gebraucht habe. Ich hätte mir natürlich auch irgendwo die Antwort angucken können, aber ich finde, wenn man sich so viel vorab informiert und so viel sich rausliest, verliert es irgendwie seinen Reiz, ne? Der Reiz von einem Spiel ist es doch, es selbst zu knacken. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das schneller hinkriege. Inventar. Benutze Gummihuhn. Yay! Ich habe nämlich gestern eine halbe Stunde probiert, irgendwie weiterzukommen und hab's nicht gefunden. Okay, Morona wieder. Komm ich denn wieder zurück? Was ist denn das für Haus? Was ist denn das für Haus? Wer bitte ist das denn? Hey, I don't like visitors. Who are you? Guck mal, wo der Schloft da oben ist. Ist aber irgendwie auch cool, ne? So unterm Fenster, die Sterne hier beobachtet. Es ist schon nice. Ich bin Bobbin Sweet Bear. Was? Bist du meine Mutter? Entschuldigung, aber draußen steht hier, wäre ein Hub. Just for fun. Natürlich müssen wir das zweite nehmen, aber just for fun. Ich will wissen, was er sagt. But the sign said there were restrooms in here? Sorry, but that sign's a little out of date. I used to have a thriving tourist business here. I had animal wax, tattoo demonstrations, souvenirs. But there was a little accident with one of the trained animals. One of our guests was hurt very badly. So I was shut down, put out of business. And since then, I've lived here all alone. And the only company I have is the same beast that mauled that unlucky tourist. The same beast that made me a hermit.
A monster that, just by coincidence, is identical to one what attacked me when I was just a child. Oder wisst ihr, welche kennt, ne? With these hooks instead of hands. A deformed man. Oh Gott. Jeez. Now I'm all depressed. Ich wollte gerade sagen, der ist sehr deprimiert, aber hat sich gerade für selbst geklärt. Oh Gott, was soll man denn mit dem armen Kerl machen? Ich hab ihm Mitleid. I'm a pirate cannonball head. Who are you? My name's Meat Hook. Meat Hook? I think you've got a little attitude problem. What? Und normalerweise soll man auf Kampf ausgehen, da soll man uns... Entschuldige, ich wollte dich nicht Kanonenkugel nennen. Nee, wir wollen ja Pirat werden, du kannst mal nicht so freundlich sein, ne? Und ich glaube, du hast zu wenig Haare. Oder? Jeez, you just don't know when to quit, do you? Oh Gott, der arme Kerl. Obviously, neither did your barber. Why you? Ups. Kann ich nochmal? Nein. Ich würde gern wiederholen. I suppose you've come to invade my peaceful home and insult me. Nee, diesmal komme ich im Frieden. What was your name again, Cannonball Head? Look, I told you not to call me that. My name's Meat Hook. And you still have a little attitude problem. I'm sorry, I didn't mean to call you Cannonball Head. That's okay. Oh, verzeih du da schnell. Then a ponytail. Ach, jetzt wird der frech. Ja, super. Hey, you've got a pretty good sense of humor. Ha, want to see something really funny? Yes, will ich. Yes, please show me, Mr. Meat. Haha, what's this? Say hello, Roger. Hello, Roger. What? Pretty good. Is that too? Oh, I don't have the time to do it all right now. Maybe if we're having a ocean voyage together. Mit dem Tattoo, wie geil. I'm a very busy man, so. Oops, I just realized that this is the wrong house. Oh, okay. Have a nice time on Melee Island. Say goodbye, Roger. Goodbye, Roger. So, ich bin jetzt in Melee Island, aber ich habe den Schatz nicht gefunden. Da kann ich nicht hin. Habe ich eigentlich mein Hühnchen noch im Inventar? Ja. Okay. Wo kann ich denn noch hin? Was soll ich denn tun? Leute, hilf mir, was soll ich tun? Ich bin echt los. Warte mal. Ich zeige mir jetzt mal die Hilfe an. Benutze die Karte, um den Schatz zu finden. Okay. I don't need to look at a map right now. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Macht er das jetzt alleinig? Macht er natürlich nicht. Hallo? Okay, dann gehen wir ins Inventar. A rubber chicken with a pulley in the middle. Ja, benutze. Hoffentlich muss ich das nicht mal irgendwann schnell machen, dann bin ich echt aufgeschmissen. Benutze. Schön nice, ne? Sieht schön cool aus. Boah, das hat mir als Kind immer so viel Spaß gemacht. Da gab es so einen Park, wo man immer waren, wo dann so an dem Seil. Aber da war ohne drunter natürlich kein Wasser. War schon eine Gaudi. Klingel doch gerade mein Handy. Moment, kurze Pause, Leute. So, okay.
Die Schatzkarte. Ah, ich kann nur nicht ins Inventar. Aber ich glaube, irgendwann war mal was mit der Gabelung. Und dann versuche mal doch irgendwie draus schlau zu werden. So, jetzt passt auf. Wie gehen die Tanzschritte noch einmal? 2, 3, 4, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Weil zurück, geht ja schlecht, ne? Also, links, rechts, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ne. Zweimal links und dann rechts. Okay. Links. Alles andere macht keinen Sinn. Da gibt es nur rechts. Und ich echt, das jetzt nicht. Nee. Aber da bin ich doch gerade rausgekommen, ne? Links. Also ich weiß schon, was links und rechts ist. Ah, da muss ich nochmal links. Links. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Wir gehen nur zum Pfad. Machen es noch einmal. Hallo, ich würde gerne zum Pfad gehen. Leute, es tut mir leid. Ihr müsst durch was durch mit mir. Gehe zur Fahrt. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Wie komme ich jetzt zum Fahrt? Oh mein Gott, ich habe mich verlaufen. Gehe zu Pfad. Mhm. Ich will zurück zum Pfad, verflixt. Und zugenäht, das gibt's doch nicht. Wo bin ich denn hier? Gehe zu Pfad. Do? Oh, das sind aber wenig Wochen. Oh Gott, ich habe mich echt Mitte im finsteren Wald verlaufe. Bin ich denn da? Da war ich ja noch nie. Nein! Hallo. Leute, ich bin jetzt bestimmt... Bestimmt 10 Minuten durch den Wald geirrt, habe sämtliche Wege gefunden und ich bin hier in Midi Island und da ist ein Kreuz. Drückt mir die Daumen, ich will hier mal weiterkommen. Die Schaufel werden wir benutzen. This shouldn't take too long. Okay.
What? Hours pass. Ach so, wenige Stunden später. Oh je. Die Hennen, verdammt, die verbuddelt den Schatz. I think I hit something. Yes. Oh boy. Oh man. It's a T-shirt. A T-shirt? But a nice one nonetheless. Well, ich bin jetzt 10 Minuten durch den Wald schief für T-Shirt. More hours pass. Schon witzig gemacht, ne? Okay. Was habe ich denn für T-Shirt? I found the treasure of Melee Island and all I got was this stupid T-Shirt. Aha. Und nun? Jetzt habe ich den Schatz gefunden, oder? Was will er jetzt? Du solltest zurück zur Skumba gehen mit dem Anführer der Piraten. So, da lasse ich mich jetzt aber wirklich zurückführen, weil ich sag euch, was ist jetzt? Ja, geht ja nicht. Ich habe mich echt im finsteren Wald verlaufen. Ich glaube, ich nenne ach so den Titel. Ah, guck mal. Ich bin da rumgeirrt. Da, und so schnell bin ich an die... Da, wie geht mir so schnell? Aber wenn ich vorher viel gedrückt habe, schon wieder, du solltest die Schatzkarte nochmal lesen. Okay, wo soll ich hin? Zur Skumba. Und mit den Piraten reden. Okay. Verloren im finsteren Wald. Mhm. Klingt doch gut, oder? Oh, was ist denn das? Hm. Ich habe alle drei Aufgaben erfüllt. What was that? Was war das? So confused. Ach gut, der. What are you doing just standing around? The governor's been kidnapped. What? What? By whom? LeChuck's got her on that ship that just sailed off. Echt, die Gouverneurin? Okay. So where were you this whole time? Ja genau, das ist doch berechtigt die Frage, oder? Hey, I'm a lookout, not a bodyguard. Ah. Where did they go? LeChuck's taken the governor back to his hideout on Monkey Island. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him. Ich schon. But hey, good luck. Mit meiner Tollpatschigkeit. Kann sich nur um Jahre handeln, aber irgendwie schaffe ich es dann auch. They left this note. You can have it, but I don't think you'll like what it says. Okay. Hallo? Untersuche. Attention, Pirates of Melee. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. Aha. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain LeChuck. Eieiei. Okay. Was machen wir jetzt? Vielleicht reicht erstmal schief, um die zu retten. Du musst Leute für deine Crew finden. Du solltest versuchen, dass Carla der Schwertmeister deiner Crew beitritt. Crew. Habe ich gerade Crew gesagt? Ja. Okay. Gut. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen und bis bald. Ciao.